ist die Positionierung. Darunter steckt nämlich, dass du deine Zielgruppe kennst und einen nahezu perfekten Product-Market-Fit kommunizierst. Also quasi so, dass du nicht den für dich irgendwie ausarbeitest, sondern auch so kommunizierst, dass er in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe auch so wahrgenommen wird. Ja, dann kriegst du nämlich die Termine sehr, sehr rasant teilweise. Also verstehst du, damit will ich, was ich damit sagen will? Also wenn dieser Match ja, da ist in der Wahrnehmung deines potenziellen Neukunden, dann will er dich auch sehen. Und eventuell sogar nicht nur über Teams. Und das relativ zackig. Ahnung hat dann wieder eine IT-Leiter, der wieder von der Fachabteilung eigentlich keine Ahnung hat und so weiter. Und dann fehlen da eben sozusagen, sind da eben so, da tun sich Lücken auf, ja, Verständnislücken. Und daraus entsteht häufig dann eigentlich auch eine falsche Vorstellung darüber, was die eigentliche Lösung sein sollte. Und das wiederum resultiert darin, dass man sagt, okay, wir wollen das, aber eigentlich bräuchten sie was ganz anderes. Technologie, Tech-Stack, whatever you name it, Problem gelöst. Dass du das schon zwei bis dreimal schon mal gelöst hast mit irgendjemand anders in vielleicht einer ähnlichen oder gleichen Branche, ähnliche Situation, es muss nicht exakt das gleiche irgendwie sein, auch nicht, also so nahe dran wie möglich an dem Problem, das da herrscht, schon mal die Lösung und da ein Beweis dafür. Okay? Der will dann nicht unbedingt sofort mit den Projektleitern oder so irgendwas sprechen, aber dass du das zumindest in der Wahrnehmung so projizierst, also mit unserer Hilfe, wir stellen auch Dokumente und so weiter, so inhaltlich und auch äußerlich, das muss auch zusammenstimmen, ja. Also, du erstellst dann halt einfach Material und das wird dann eben so projiziert, dass der sozusagen nahezu 100% sicher sein kann, dass er seine Zeit nicht verschwendet in diesem Erstcall. Das ist ganz, ganz wichtig und du bist in der Bringschuld, das zu verstehen vom Kopf her, ist das Allerwichtigste und das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache, weil viele, die dann mit mir auch zusammenarbeiten, wir haben die Zusammenarbeit dann schon gestartet und dann ist immer so diese Mentalität, naja, jetzt schauen wir mal, na, jetzt müssen wir mal schauen, was der Kunde so braucht und dann hören wir uns das mal an und so und so und so. Ja, in einem Umfeld, wo wir irgendwie alle irgendwie viel Zeit übrig haben und es ist alles sowieso, wir leben im Überfluss und so weiter, kann das schon mal eher so auch dann so öfter mal funktionieren. Aber nochmal zur Wiederholung. Viele der wirklichen Top-Entscheider, da wo es wirklich hoch hergeht, da wo auch viel passiert, da wo auch Budget ist, da wo auch, sagen wir mal, viel am Brennen ist, na, wo man eben dann auch gezwungen ist, wo man eben auch im Zugzwang ist, auf externe Dienstleister zuzugehen. Ja, weil man präferiert ja erstmal immer alles intern zu lösen. Ist ja auch logisch als Firma. Und dann ist man aber im Zugzwang und muss dann doch. Und dann ist man meistens auch zeitlich unter Druck und hat man eben auch nicht so einfach mal Zeit eben an irgendwelche Teamstermine zuzusagen, ohne dass ich mir vorher schon mal wirklich mich rückversichert habe als Entscheider. Jetzt schaue ich wieder durch die Brille des Entscheiders. Okay, ich mache diesen Termin, weil ich bin mir jetzt fast nahezu sicher, die haben also das, was ich gerade habe, das Problem schon 2 bis 3 Mal gelöst bei jemand anders. Okay, also es ist genauso, ja, ich könnte jetzt multiple Beispiele aus dem täglichen Leben nehmen, ja. Ich gehe ja auch nicht irgendwie zum Kunden, zum Bäcker oder sowas. Ja, gehe da rein und ja, oder zum Chirurgen und der macht seine Herzoperation zum allerersten Mal oder sowas. Ne? Also das ist ja irgendwie, es gibt unzählige Analogien. Aber jetzt nochmal zurück zur IT. Da musst du einfach in die Bringschuld. Du hast die Bringschuld und von deiner Mentalität, von deinem Mindset her, einfach dich sozusagen, okay, ich muss jetzt liefern, bevor dieser Termin schon erstmal zustande kommt, damit ich dann sozusagen das Mikro-Commitment einfahren darf, das ist wie so ein kleiner Vorverkauf, ja, du hast dich jetzt hier quasi als Experte mit einem perfekten, nahezu perfekten Product-Market-Fit auf die individuelle Problemsituation des Kunden, die er aktuell hier im Moment gerade hat, wo er auch die Knete dazu hat, das Budget, das er ausgeben dafür möchte, um dieses Problem zu lösen,
positioniert, okay, und habe ihm das jetzt schon mal verkauft. Also das ist wie schon ein kleiner Verkauf. Es ist eigentlich de facto ein Verkauf, ein sogenannter Vorverkauf. Und du bekommst als Währung dafür zurück. Kein Geld, aber den Erstcall. Analyse-Call, Gespräch im Teams, dass du den siehst vis-à-vis. Also man sieht sich dann, man kann gestigen schon mal. Also man kann, der Vertrauensaufbau wird hier quasi enorm entwickelt, weil man sich zumindest schon mal sieht. Ja? Und ich kann dir eins versprechen. Und das hatten wir jetzt letzte Woche wieder, wo ich auch persönlich wieder viele Akquise-Calls gemacht habe, weil ich das immer wieder mache, auch wenn ich meine Leute dafür habe. Aber damit ich nie den Touch verliere an der eigentlichen operativen Tätigkeit. Ich hatte einen Fall, da ging es um eine ganz besondere SPS-Geschichte. Und die waren so interessiert, dass sie gesagt haben, naja, also wenn das ist, wenn da ein Product-Market-Fit ist, also ich übersetze es jetzt mal in Marketing-Terminologie, wenn da ein wirklich nahezu guter Product-Market-Fit ist, das heißt, wenn ihr das, was wir hier gerade suchen, schon zwei, dreimal gemacht habt, dann laden wir euch auch sofort ein. Ihr seid zwar am anderen Ende von Deutschland zu Hause, aber wir zahlen die kompletten Kosten und so weiter und dann können wir gleich mal uns bei uns sozusagen treffen. Also die wollten fast schon den Teams-Call, ja, überspringen. Die wollten sofort sich treffen. Also verstehst du, damit will ich, was ich damit sagen will. Also wenn dieser Match, ja, da ist in der Wahrnehmung deines potenziellen Neukunden, dann will er dich auch sehen. Und eventuell sogar nicht nur über Teams. Und das relativ zackig, ja, innerhalb von zwei Wochen. Okay, also nochmal Rolle rückwärts, zwei Rollen rückwärts zur Wiederholung. Hier wird es dann ähnlich ausschauen. Wie gesagt, da werde ich ein zweites Video draus machen. Unbedingt meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns im zweiten Video auf jeden Fall wieder. Da wird es dann nochmal ein bisschen spannender, weil da geht es ja nochmal ein bisschen um höhere sozusagen Voluminas und nochmal ein paar andere Dinge noch dazu. Von 1 Million auf 20 Millionen zu skalieren. Aber hier geht es schon sehr, sehr häufig los. Und das ist sozusagen teilweise auch bei Firmen, die mehr arbeiten, die schon an dem Mio machen, schon ein bisschen drüber. Aber das ist jetzt, was ich jetzt gerade geschildert habe, häufig nicht mehr so ganz, weil die dann schon ein bisschen mehr Erfahrung haben auch. Ja? Die bringen schon meistens mehr Erfahrung mit. Und nochmal kurze Wiederholung. Die drei wichtigsten Dinge, wenn du erstmal auf 1 Million kommen willst im Jahr, ist Neukundengewinnung, Positionierung, Skalierung. Und fast das Wichtigste ist die Positionierung. Darunter steckt nämlich, dass du deine Zielgruppe kennst und einen nahezu perfekten Product-Market-Fit kommunizierst. Also quasi so, dass du nicht den für dich irgendwie ausarbeitest, sondern auch so kommunizierst, dass er in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe auch so wahrgenommen wird. Ja, dann kriegst du nämlich die Termine sehr, sehr rasant teilweise. Ja, wenn du dann natürlich den Bedarf musst du auch erstmal eruieren. Ja, wie auch immer, in welchen Kanäle du auch das immer machst, das ist jetzt in dem Fall völlig irrelevant, ob Telefonakquise, Marketing-Ads oder Google-Ads oder sonst was oder alles zusammen. Und nochmal kurz mit reingeschoben, immer erst den Bedarf, also immer erst das, was der Kunde will, erst auf das eingehen, weil dann kriegst du den erstmal in den Termin und nicht immer häufig, und selbst wenn du schlauer bist als dein Kunde oder ein potenzieller Kunde, und weißt eigentlich, was er bräuchte, also, dann ist das im Nachhinein. Ja? Also wenn das, was er will und das, was er eigentlich braucht, unterschiedliche Dinge sind, musst du trotzdem erstmal auf das eingehen, was dein Kunde oder potenzieller Kunde, dein Interessent, dein ja, potenzieller Neukunde will. Ja? Weil das wirst du nicht sofort reingeschoben bekommen. So, ich weiß, was du willst, aber in Wirklichkeit brauchst du das und das. Lass uns mal einen Termin machen. Nein, so funktioniert das nicht. Ja, das ist zu schnell. Ja. Du musst ihn erstmal Vertrauensaufbau muss erstmal stattfinden. Ja, erstmal 1, 2, 3 Termine und dann kannst du das, was er eigentlich braucht, hinterher immer noch irgendwie verkaufen. Okay. Es ist ja nicht immer so, aber durchaus ist es ab und zu mal so. Das heißt, also manchmal ist es ja auch so, dass ein potenzieller Kunde, der was Bestimmtes will, auch genau das ist, was er eigentlich auch braucht. Also das ist ja nicht grundsätzlich immer so gegeben. Ja, aber es kann schon immer so häufig so vorkommen, besonders in der IT-Branche, wo doch viele irgendwo da in den Entscheider-Gremien sitzen und so weiter, ein Fachabteilungsleiter und der eigentlich von der IT keine Ahnung hat, dann wieder ein IT-Leiter, der wieder von der Fachabteilung eigentlich keine Ahnung hat und so weiter und dann
fehlen da eben sozusagen, sind da eben so, da tun sich Lücken auf, ja, Verständnislücken, und daraus entsteht häufig dann eigentlich auch eine falsche Vorstellung darüber, was die eigentliche Lösung sein sollte. Und das wiederum resultiert darin, dass man sagt, okay, wir wollen das, aber eigentlich bräuchten sie was ganz anderes. Ja, also das ist halt in der IT-Branche, wo halt komplexere Sachverhalte sind, häufiger so, als wie jetzt halt, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel verkaufst oder sowas. Aber auch da. Ne? Okay, das soll es gewesen sein für dieses erste Video hier. Ich freue mich, wenn wir uns im zweiten Teil dieses Videos wiedersehen. Kanal unbedingt abonnieren, ja, damit du den zweiten Teil nicht vergisst. Und bis dahin, dein Thomas Klein, ich bin jetzt raus. Ciao, bis bald. Ich hoffe, ich konnte hier so den einen oder anderen Punkt für dich jetzt nochmal in Erinnerung rufen, beziehungsweise die nochmal ein bisschen so wachrütteln. Ja. Und falls du vielleicht ein Aha-Erlebnis oder auch quasi hier dabei gehabt haben solltest, mir gerne in die Kommentare reinschreiben, beziehungsweise wenn du sagst, hey, ich stimme hier komplett zu oder ich stimme auch nicht zu, auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, beim zweiten Teil dieser Videoserie. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, bis bald. Schau gerne mal wieder rein, wenn es heißt, dein Thomas Klein vom Marketing Consulting. Ciao. Wieder zurück. Ja? Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja? Wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja? Wo du bzw. das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er sich als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B, aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge, das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma, aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Das heißt, du musst immer sehen, das ist B2B, das ist Firma zu Firma, aber die Akquise ist von Mensch zu Mensch. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.